Hallo, willkommen zu einem weiteren Interview Gesichter der Medienbildung. Heute heißen wir Herr Professor Holzbrecher. Herzlich willkommen. Um mich einmal kurz vorzustellen, ich bin der Max, studiere an der Universität Siegen Medienwissenschaften und mache jetzt hier im Verein Kommunikation und Medien ein Praktikum und leite mit drei anderen, also weiteren Praktikanten, die Interviewreihe Gesichter der Medienbildung. Herr Professor Holzbrecher ist emeritierter Professor an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und ist von Anfang an schon bei dem Verein Kommunikation und Medien mit dabei und hat vor 15 Jahren schon den Freiburger Jugendfotopreis ins Leben gerufen. Seine Professur war die Schulpädagogik und hat die Medienbildung mit dem Schwerpunkt der Fotografie eingeführt. Genau, jetzt zu meiner ersten Frage. Was war denn Ihre schönste, beste oder vielleicht auch eindrücklichste Erfahrung in der medienpädagogischen Praxis? Ich hatte die Professur an der Pädagogischen Hochschule von 1999 bis 2013. Und schon relativ früh hatten wir dort angefangen, Fotoseminare anzubieten. Das heißt also, Studierende der Medienpädagogik und der Lehrämter für die Medienbildung zu qualifizieren. Dann kam einige Jahre später, also 2006, hatten wir den Freiburger Jugendfotopreis gegründet als Projekt der Pädagogischen Hochschule. Das ist ja jetzt nach meiner Emeritierung übergegangen in Kommunikation und Medien als dem großen Organisator. Und nach dem Freiburger Jugendfotopreis, der also jedes Jahr eigentlich ein großer Erfolg war, hatten wir dann die Fotomediale gegründet, also ein Fotofestival für Kinder und Jugendliche, um als Ergänzung zu dem Fotopreis Kinder und Jugendliche zu qualifizieren für Fotografie. Wir haben einfach festgestellt, Fotografie ist das Medium unserer Zeit und es ist notwendig, die Kinder und Jugendlichen zu qualifizieren für den Umgang mit diesem Medium. Und was jetzt das größte und erfolgreichste Ereignis war, ist ganz schwer zu sagen. Also wir hatten damals auch sehr guten Kontakt und auch immer noch zum Deutschen Jugendfotopreis. Wir verstehen uns ja auch fast als regionaler Ableger. Und durch diesen Kontakt konnten wir auch, ich meine, 4 oder 5 Mal auf der Fotokina in Köln einen eigenen Stand machen und für die Fotopädagogik werben. Also das, denke ich mal, das war wirklich eine sehr erfolgreiche Sache. Wir haben auch zwei wissenschaftliche Publikationen herausgegeben. Das ist Imaging 2004 und 2006 dann noch Foto und Text, Handbuch für die Bildungsarbeit. Und das, denke ich mal, ist schon ein Erfolg. Ich könnte jetzt wirklich nicht ein einzelnes Ereignis nennen, was jetzt besonders gut gewesen war. Also ich denke, das passt eigentlich alles sehr gut zusammen und ergänzt sich. Und wie gesagt, in diesem Jahr hätten wir dann die 15. Ausschreibung des Fotopreises feiern können, was leider aus Corona-Gründen dann flach gefallen ist. Und warum wollten Sie sich immer mit Medienpädagogik befassen und wie sind Sie vielleicht dazu gekommen? Ja, ich meine, das hat natürlich eine Geschichte. Erstens mal bin ich selber leidenschaftlicher Fotograf, eigentlich schon von Kindheit an. Ich war die Hälfte meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer am Gymnasium tätig und die zweite Hälfte, wie gesagt, an der Pädagogischen Hochschule hier und an der Universität Essen vorher. Ich habe schon als Lehrer Foto-AGs angeboten und von daher habe ich also damals schon praktisch mein Hobby und meine Leidenschaft irgendwie ein Stück weit beruflich umsetzen können. Und es war natürlich dann ganz wunderbar, dass diese Professur hier an der Pädagogischen Hochschule eben so ausgeschrieben war mit einem Teil Medien. Und damals im Medieninstitut waren die anderen Medien schon sehr gut vertreten, von Presse über Fernsehen, über Audioarbeit. Und da hat eigentlich die Fotografie nur gefehlt und ich passte da eben wunderbar rein und konnte eben diesen Bereich ausfüllen. Und ich war damals auch im Medieninstitut, das es heute leider nicht mehr gibt, tätig und habe da eben, wie gesagt, den Bereich Fotografie ausgefüllt und auch, wie gesagt, wissenschaftliche Grundlagen gelegt für die Fotopädagogik.
Und was war Ihr Schwerpunkt an der Arbeit? Also Sie haben ja schon ein bisschen was erzählt mit dem Schwerpunkt Fotografie, aber gab es genau einen Schwerpunkt, den Sie mit der Medienpädagogik verknüpfen konnten? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also wie gesagt, es war ein Schwerpunkt. Also die Fotopädagogik war, jetzt hatte ich meine ganze Professur nicht ausgefüllt. Ich war eigentlich von Haus aus Schulpädagoge, wie ich schon sagte. Und da hatte ich einen Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt im Bereich interkulturelle Pädagogik und differenzsensibler Unterricht, also im Bereich Didaktik, also die Kunst des Lehrens, mal übersetzt. Und diesen Bereich oder diese Bereiche habe ich natürlich zusammenführen können. Also auch zum Beispiel Fotografie im Kontext interkulturellen Lernens. Das war zum Beispiel auch so ein Schwerpunkt. Und dann natürlich aufgrund meiner Schwerpunktsetzung im Bereich Didaktik war es natürlich für mich ein Anliegen zu überlegen, gibt es Konzepte, wie man die Fotografie in den alltäglichen Fachunterricht integrieren kann. Also in den Sprachunterricht, da habe ich eine größere Affinität dazu und da habe ich auch einiges geschrieben. Also wie man zum Beispiel Fotografie nutzen kann, um den Sprachunterricht zu unterstützen. Also zum Beispiel Brücken zu schlagen von der Sprache zum Medium Fotografie oder umgekehrt von Fotografie zur Sprache und zum Text. Also ich habe versucht, wie gesagt, meine drei Schwerpunkte, also Didaktik, interkulturelle Pädagogik und Fotopädagogik miteinander zu verknüpfen. Und ich denke, das ist mir auch einigermaßen gelungen. Und was nehmen Sie aus Ihrer Zeit mit? Was hätten Sie vielleicht langfristig gerne, was umgesetzt wird in der medienpädagogischen Praxis oder verändert wird? Ja, also ich meine, ich bin im Moment dabei, mit dem Jan Schmolling vom Deutschen Jugendfotopreis eine neue Publikation vorzubereiten. Da geht es im Grunde, wie gesagt, genau um diese Integration von Didaktik, von Fotografie, von Bildungsmedium Fotografie und interkulturellem Lernen. Und ich habe festgestellt, dass es im Internet recht viele Fotoprojekte, also Praxisdarstellungen gibt. Aber was ich eben auch festgestellt habe, ist, dass es sehr wenig wissenschaftliche Literatur gibt oder eben eine Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und das ist der Anspruch mit dieser neuen Publikation, dass wir also einerseits für die Praktiker, Praktikerinnen schreiben und auf der anderen Seite ein Buch, was auch als wissenschaftliche Grundlage für die Ausbildung von Medienpädagoginnen und von Lehramtsstudierenden dienen kann. Also das ist so praktisch mein Anliegen nach wie vor. Also obwohl ich im Ruhestand bin und mache ich da halt ein bisschen Unruhestand draus, indem ich eben weiter arbeite. Ja, daran. Und warum ist Medienbildung für Sie bedeutsam? Was kann Medienpädagogik für Sie bewirken? Naja, also ich denke, dass Medienpädagogik gerade in der heutigen Zeit, also jetzt nicht nur in der Corona-Zeit, sondern überhaupt eine Grundqualifikation ist. Ich meine, wir sind alle von Medien umgeben und mein Kern- oder Schlüsselwort heißt visuelle Alphabetisierung. Also ich denke, genauso wie die Kinder und Jugendlichen alphabetisiert werden, das heißt also die Sprache können und kennenlernen sollen und auch die mit Sprache umgehen können und verstehen können. Genauso leben wir in einer Bilderwelt, aber in der schulischen Bildung und auch in der außerschulischen spielt diese Qualifizierung für Bildwelten eine noch viel zu geringe Rolle. Und das ist also so mein Hauptanliegen, also diese, ich sage es nochmal, visuelle Alphabetisierung. Aber dann eben, wie gesagt, im Kontext einer kulturellen Bildung. Also ich halte sehr viel von diesem Konzept, von diesem außerschulischen Konzept der kulturellen Bildung, die also Spielpädagogik, Erlebnispädagogik integriert mit der Medienpädagogik betrachtet. Und dann auch zum Beispiel mit solchen Schlüsselbegriffen wie Teilhabe oder Subjekt- oder Teilnehmerorientierung, wertschätzende Lernkultur. Ich denke, das sind alles Schlüsselbegriffe, die sind sehr wichtig. Und ich verspreche mir davon, wie gesagt, als Schulpädagoge, dass die
schulische Pädagogik davon ein gutes Stück übernimmt, weil ich den Eindruck habe, dass die Schulpädagogik, also auch die akademische Schulpädagogik, noch viel zu sehr einen verengten Blickwinkel hat und auf Lehr-Lernprozesse fokussiert ist, aber nicht den Bildungsprozess als komplexes Ganzes versteht. Und darum geht es mir. Und wie sind Sie dazu gekommen, im Verein Kommunikation und Medien zu arbeiten? Ja, ich denke, das sind natürlich auch Zufälle, zufällige Bekanntschaften. Ich kenne sehr gut Karin Eble, die früher noch aktiver im Verein war, aber jetzt auch immer noch im Verein ist. Über diesen Kontakt bin ich eigentlich schon sehr lange, eigentlich fast schon von Anfang an Mitglied von Verein Kommunikation und Medien und habe dann eben, wie gesagt, den Bereich Fotografie besetzt mit dem Fotopreis und dann eben auch mit der Mitarbeit an der Fotomediale. Und das war eigentlich immer mein Schwerpunkt und wird es wahrscheinlich irgendwo auch noch ein Stück weit bleiben, ne? Und ich schätze sehr, dass im Verein praktisch das gesamte Spektrum der Medien vertreten ist und vor allem, dass das Konzept praktiziert wird, eben Medienbildung als Bereich von kultureller Bildung zu verstehen oder das beides zu verknüpfen und nicht Medien isoliert zu betrachten, wie es oft eben auch an der Hochschule passiert. Das sind also meinetwegen im Internet, da geht es dann eben um Optimierung von Lernprozessen, aber größer ist der Horizont nicht. Das ist also leider bei der akademischen Medienbildung oft der Fokus und das ist mir zu eng. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, im Verein tätig zu sein, weil ich dort sehe, dass der Horizont doch sehr viel weiter ist. Und zu der letzten Frage noch. Sie haben es schon ein bisschen auch gesagt. Was wäre für Sie hinsichtlich der Medienpädagogik wichtig, aber auch in der Zukunft? Was würden Sie sich vielleicht wünschen, also für die Zukunft? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, jetzt gerade, wie gesagt, wenn ich jetzt von meinem Zentralbereich Schulpädagogik ausgehe, da würde ich mir natürlich wünschen, dass die Schulpädagogik begreift, dass Medienbildung und kulturelle Bildung eine Querperspektive im Bildungsprozess stattfindet und sehr viel stärker berücksichtigt werden sollte, ob jetzt im Fachunterricht oder in außerschulischen Projekten oder in der Kooperation mit außerschulischen Projekten. Das kommt auf einen Einzelfall an. Ich halte auch sehr viel davon, dass Schulen zu sogenannten Kulturschulen oder Medienschulen werden. Das heißt also, die Kultur- und Medienbildung zum Profilmerkmal im Schulentwicklungsprozess wird. Sowas würde ich mir wünschen und dann eben auch, dass die schulische Pädagogik sehr viel mehr aus der außerschulischen übernimmt an Konzepten, weil ich denke, dass die schulische Bildung davon sehr, sehr profitieren kann. Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Holzbrecher. Okay. Danke auch.